Wir machen jetzt etwas Förmlicheres, und zwar eine Pressekonferenz. So, habt ihr schon mal eine Pressekonferenz gegeben? Magst du bestimmt, oder? Ja. Also du weißt, du kennst die Situation. Ja, deswegen muss ich es auch nicht machen. Also ich gucke ja gerne zu. Ja, leider musst du es schon machen. Diese Pressekonferenz ist aber ein bisschen anders als die, die du schon kennst. Weil du in diesem Fall nicht weißt, worum es geht. Also es ist so ein bisschen wie bei Markus Söder, Hauptsache Presse ist da. Ja. Ja, okay. Und ihr seid die Presse, die anderen sind die Presse. Und ich bin der Interviewchef. Genau. Du darfst auch gerne schon hinter dein Pult kommen. Ihr dürft hier sitzen bleiben. Okay. Ja. Wir sind Presse. Ihr seid die Pressevertreter und ich bin der Pressesprecher. Genau, ich leite ein bisschen durch diese Konferenz. Ja. Und du, Max, musst jetzt anhand der Fragen von den lieben Kollegen von der Presse herausfinden, was das Thema deiner eigenen Pressekonferenz ist. Gut, okay. Wir dürfen auch sitzen bleiben. Ja, okay. Und ich enthülle jetzt den Enthüllungsjournalisten, was Max wohl gemacht haben könnte oder vorhat. Okay. Was auch immer. So, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. 1, 2, 3, Test, Test. So, es ist schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind, die Vertreter der Presse, und ich möchte auch direkt mit Ihren Fragen beginnen. Wer möchte denn anfangen? Keine Fragen? Dann können wir gehen. Ah ja. Frau Müller vom Meeresspiegel, bitteschön. Ja, vielen Dank. Uns interessiert natürlich vor allen Dingen, wie haben Sie sich dieses Talent angeeignet? Das ist ja schon sehr speziell. Ja. Also ich glaube, das liegt in der Natur der Sache. Ich komme aus dem Schwarzwald. Und viele lachen, wenn man aus dem Schwarzwald kommt. Das geht mir oft so. Ich komme aus einem kleinen Dorf, wo Mama und Papa noch Geschwister sind. Und das ist dann eigentlich mehr oder weniger, das liegt in der Familie. Ah ja. Mhm. Herr Ahab, bitte von der Zeit. Es sind ja sehr spezielle Töne, die Sie da erzeugen müssen. Haben Sie da sich stimmlich drauf vorbereitet? Ja, auch das ist natürlich auch meine Kindheitsprägung. Wir haben ein großes Haus gehabt und mussten oft auch quasi, wenn wir uns gerufen haben, über weite Distanzen die Familienangehörigen rufen. Ah ja. Ja, bitte, wer waren Sie noch gleich? Frau Schnitzke vom Rolling Stones Magazin. Ah, ja. Oh ja, endlich mal eine Musikfrage, da freue ich mich schon. Richtig. Also das mit der Entfernung haben Sie ja schon gesagt. Ich finde es natürlich für uns wahnsinnig interessant, für die Leser und Leserinnen von Rolling Stones, Ihr Partner bei der Sache. Also der ist aber aus freien Stücken. Also es ist so, dass er auch freiwillig sagt, ich mache genau das Ding mit. Nein. Also das ist eine ganz klare, also ich habe den, ich habe so ein bisschen nicht die Wahrheit gesagt, als das Projekt angefangen hat. Und dann hatten wir gute Verträge, gute Anwälte und haben ihn da eigentlich ziemlich unterschreiben lassen. Und dann war er drin. Ja, bitte. War es schwieriger, die Tiergeräusche nachzumachen oder zu verstehen oder die des Partners, mit dem Sie das gemeinsam tun? Gute Frage. Na? Ich glaube, darauf gibt es eine ganz klare Antwort. Ja, Sie können sich's ja denken. Also ich habe meinen Partner kaum verstanden bei der Aktion. Ja, lag wahrscheinlich am Likör. Wir hatten uns ja in der vorherigen Absprache vorgenommen, dass wir vielleicht eine kleine Kostprobe preisgeben. Ja. Also wenn Sie bitte einmal eine kleine Kostprobe für die Presse. Ja, bitte. Ja, soll ich dazu aufstehen? Ja, wie wir es besprochen hatten, einfach aufstehen, aber bitte nicht vors Pult treten. Natürlich nicht. Du und ich, wir zusammen im Ozean. Entschuldigung. Ja, bitte, fragen Sie. Da muss ich auch intervenieren. Also, das war jetzt eher Ariel, die Meerjungfrau, genau. Würde ich sagen. Ja. Da bewegt sich zwar im richtigen Metier, aber es ist ja noch nicht das, was... Nein. Genau, das, was unsere Leserinnen und Leser interessiert, ist natürlich, wird dann auch auf der Bühne ein Riesen-Aquarium aufgebaut? Ja. Weil so ist es ja jetzt wenig realistisch. Ja, unter Wasser ist es natürlich, verändert sich der Klang und kommt dann dem... Ja, ja, natürlich. Aber das können Sie mit Ihrer Stimme dann auch über mehrere 100 Kilometer genau. Die Töne übertragen. Also diese Wahlgesänge, die habe ich drauf. Die habe ich total drauf.
Und natürlich, diese Wale, die machen das schon mehr oder weniger auch freiwillig. Also wir, klar, wir haben die dann gefangen, aber das war dann... Ja, lassen wir die Wale vielleicht mal außen vor. Mich würde doch noch Ihr Partner ein bisschen interessieren. Also Sie sagten ja, es kam nicht ganz freiwillig zustande. Eventuell war er sediert, auch bei der Vertragsunterzeichnung. Ja. Warum ausgerechnet er? Also ich meine, Sie kommen aus verschiedenen Gegenden. Sie scheinen ja aus dem Schwarzwald zu sein. Er ist ja eher im Norden ansässig, in Hamburg. Wie kamen Sie auf ihn? Wenn man ihn sieht und mich sieht, ist es eigentlich klar. Also wenn man uns zusammen sieht, ach noch so, mehr, finde ja ich. Das ist eine Synergie, die nur selten in so einer Perfektion woanders zu finden ist. Tragen Sie denn auch diesen merkwürdigen Hut und diese Brille? Ja. Ja. Werden Sie die auch tragen? Ja, natürlich. Ja, die Frage, er kommt ja gerne zu spät. Wird er dann mit dem Sonderzug anreisen? Naja. Ja. Das ist wahrscheinlich. Oder kommt er hinterm Horizont dann? Aber ist, also, die Frage ist ja, Ihr Partner hat sich ja entschieden, mit Ihnen das zu machen, obwohl Sie gar nicht Cello spielen. Ne? Das ist, Also, als Udo zugesagt hat... Meine Güte. Werde ich mit Udo Lindenberg auf diesen, wenn wir diese Wahlgesänge machen, auf Tour gehen? Ja. Ja, das da hoffe ich doch, sonst würde ich ja diese ganze Presse machen. Ja, ja. Selbstverständlich werde ich das machen. Schönen Dank, dass Sie da waren. Danke für die Macht. Gott, war er.